Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Totally Accurate Battle Simulator. Wir sind in der letzten Folge bei Three Kings stehen geblieben und da gehen wir jetzt direkt mal rein. Okay, wir müssen jetzt hier unten spielen, da oben haben wir Könige in der Mitte und dann sind noch ein paar drumherum. Wir sehen noch Heiler, wir haben 10.000, das ist relativ viel. Wir haben immer noch die Spooky zur Verfügung, es hat sich noch nichts geändert. Wir müssen diese nehmen. Ich würde auf jeden Fall mal einen Reaper stellen. Da, da und da. Der ist immer ganz gut. Ach komm, wir machen das mit vieren. Wir stellen vier Reaper hin. Gucken wir mal, ob das geht. Ja. Sieht schon mal nicht so schlecht aus. Ein Reaper ist noch da. Die anderen sind schon tot. Nee, haben wir leider nicht geschafft. Was ist, wenn wir hier in der Mitte erstmal zwei hinstellen? Ja, so lange halten die Reaper tatsächlich nicht hier. Weil der Gegner ist schon ganz schön stark. Ja, wir haben leider nur noch einen zur Verfügung und das schaffen wir nicht. Wir müssen es tatsächlich anders machen. Welche haben wir denn hier noch so Schönes? Was ist, wenn wir Vampire nehmen? Hier erstmal schön Vampire. Und dann noch zwei Reaper. Hier hinten. Ja, jetzt schauen wir mal. Bis jetzt sind noch beide am Leben. Jetzt nur noch einer. Ja, eventuell. Es wird sehr knapp. Nein, leider nicht. Aber es war schon mal nicht so verkehrt, ja. Das kann man schon mal sagen. Was sind das? Ach, das sind diese Archer. Ja, wir können auch mal Archer hinstellen. Ist vielleicht auch immer eine gute Idee, Archer hinzustellen. So, und dann auf jeden Fall zwei Reaper werden wir trotzdem benutzen. Einen hier und einen hier. Und die anderen kann man ein bisschen mit draufballern. Ja, funktioniert nicht so ganz, ne? Die haben nicht lange gehalten, die Archer. Ist schon relativ schwierig hier, die Mission. So, und jetzt im Hintergrund zwei Reaper. Na, vielleicht können die da noch irgendwas ausrichten. Ja, die sind alle schon wieder weg. Das sieht nicht gut aus. Ah, wie könnte man dann das lösen, ey? Gar nicht so einfach, diese Mission hier. Gar nicht so einfach. Was sind das für Weiche? Diese Candle Head hier. Die werfen mit irgendwas. Ja,
Ja, aber die schaffen das nicht. Ja, probieren wir es mal so. Ja, die halten auch nicht so lange, die Schwertypen. Ja, ein bisschen was machen sie doch, ne? Aber was, meine Reaper sind schon weg, alle? Ja, dann machen wir das mal anders. Wir stellen die mal so ein bisschen im Hintergrund. So, und wir machen vorne mit zwei Reapern arbeiten. Die sind nicht schlecht, diese Schwerttypen da. Die werfen die ganze Zeit Schwerter. Und ich denke mal, das gewinnen wir jetzt. Jawohl, da haben wir doch endlich den Victory. Wird ja mal Zeit, ey. So, jetzt haben wir diese Map hier wieder. Von allen Seiten greifen so eine komischen Rittertypen an mit Lanzen. Und ich sehe auch Ballista. Aber auf jeden Fall einen Reaper werden wir auf jeden Fall stellen. Hier in die Mitte. Und dann werden wir hier Schwerttypen hinstellen. Da, ein, zwei. Da. Und noch einer in der Mitte. So, probieren wir das Ganze mal. Was? Echt jetzt? Dann probieren wir es nochmal mit zwei Reapern. Und der Rest, hier stelle ich noch Archer hin. So. Also diese Ballista macht One-Shot auf meine Reaper, das ist natürlich scheiße. Wenn die One-Shot machen, dann ist Mist. Ja, okay, das wird nichts mit Reapern hier in dieser Runde. Das können wir vergessen. Wir stellen mal Katapulte hin. Und dahinter noch ein paar so eine Schwertwerfer. Warum geht ihr denn alle auf die Mitte? Nee, das schaffen die nicht. Was, wenn wir hier richtig viele Vampire hinstellen? Ja, die können so ein bisschen fliegen. Vielleicht bringt das was. Ja, gar nicht so schlecht. Wir müssten eine Kombination machen. Wir nehmen die Vampire auf jeden Fall. Und da. Und dann nehmen wir den Rest noch so eine Schwertypen. So, probieren wir es mal. Ja, ist nur noch der eine leider. Er würde es alleine nicht schaffen. Den anderen sehe ich irgendwie nicht mehr. Hinter dir sind auch noch welche, ne? Guck mal hinter dir. Ne, schafft er nicht. Ja, gar nicht so einfach, dieses Spiel hier. Ich probiere es nochmal mit ganz vielen Vampiren. Das war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
Ja, nee. Was ist mit vielen Archern? Nee, das wird auch nichts. Ey, wie könnte man das denn schaffen? Gar nicht so einfach hier. Woher, wir nehmen viele Schwertkämpfer. Nee, wir lassen die mal von weiter hinten kämpfen. Machen die mal hier hinstellen. Ja, das sind, glaube ich, zu viele. Mann, diese Runde hier. Aber vielleicht so. Ja, hier kommen wir schon wieder ganz schön weit durch. Das ist nicht gut. Ja. Eieiei, das ist gar nicht so einfach hier. Gar nicht so einfach. Ich probiere es irgendwie nochmal mit Reapern. Ja, das ist halt das Ding, ne? Diese scheiß Katapulte, also Balliste heißen die ja. Der Rest ist kein Problem. Ja, jetzt kommt er durch die Mitte, kriegt einen Schuss ab und dann war es das. Was macht er jetzt? Jetzt wartet er. Ja, nee. Wir müssen auch gucken, dass die direkt hier lang gehen. Da er da und dann noch einer hier lang. Dass sie nicht alle in die gleiche Richtung gehen. Das bringt nämlich gar nichts. Nee, das wird einfach nichts. Das wird einfach nichts. Bin schon ein bisschen am Verzweifeln hier gerade. Sonst war doch alles immer so easy eigentlich. Ab und zu mal ein bisschen gehangen, aber das hier ist ja wirklich schwer. Warum muss das denn direkt wieder einen Reaper von mir direkt treffen? Das kann doch nicht sein. Ja. Aber die scheiß Ballister, ne? Die sind alle noch da. Ja, komm, mach den weg links. Aber die rechte Ballista ist auch noch da. Ja, die hat daneben geschossen, sehr gut. Es könnte jetzt eventuell was werden. Los, komm. Ja, der ist weg.
Ah, die Kombination aus Vampiren und Reapern war nicht schlecht. Jawohl, da haben wir eigentlich den Victory. Wurde mal Zeit, ne? Gut. Ja, hier sind auch wieder so die gleichen etwa. So, aber wir haben 10.000. Aber wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.